Hallo und herzlich willkommen zurück zur fünften Folge von Grim Fandango. Wir befinden uns momentan bei unserem Erzfeind im Büro und er boxt hier gerade hier alles aus dem Sack raus. Und ich würde mal sagen, wir unterhalten uns nochmal mit ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt schon mit dem jetzt unterhalten hatte. Die letzte Aufnahme ist schon ein paar Tage her. Und inzwischen habe ich noch ein paar andere Sachen aufgenommen. Beziehungsweise ich gucke mir den erst nochmal an. Es ist Domino Hurley, der verschwitzteste Mann im ganzen Gebäude. Ein guter Verkäufer muss schwitzen, Kelly. Und das weißt du. Das hatten wir schon mal gehört. Und ich habe jetzt auch den Untertitel angemacht, weil ich finde, bei so einem Adventure gehört einfach der Untertitel dazu. Der lenkt, glaube ich, auch nicht großartig vom Spiel ab. Der gehört einfach irgendwie dazu. Der war bei Deponia und bei The Book auch immer dabei. So, unterhalten wir uns mal mit ihm. Na, wenigstens schlägst du dich nicht mehr mit deiner Sauferei rum. Hey, Kelly, wie geht's, wie steht's? Sag mal, wie lief denn eigentlich bei dir so die Vergiftung? Und? Wie lief's bei der Vergiftung? Nun, sagen wir, diese Schwester Calabesa hat eine geheime Leidenschaft. Für Züge. Du hast eine Nonne gekriegt? Amen. Und du hast ihr ein Ticket für Zug Nummer 9 verkauft? Tschu-tschu, kleiner Freund. Und, wie hast du so abgeschnitten? Ich hab sogar zwei noch nicht. Also mal ein bisschen. Eine? Eine, ja, lame. Loser. Ich habe sogar zwei Nonnen. Hey, das erinnert mich an einen tollen Witz. Kenn ich schon. Ja, ich aber nicht. Wieso wollen die mir in den Spielen die ganzen Witze erzählen? Mann, ich freue mich immer in den... Naja, so gut sind die Witze meistens auch nicht. Wissen wir ja von Dying Light. So, ich möchte dich mal was fragen. Ich würde dir gerne eines in die Fresse hauen. Ja. Wollen wir ihm das vielleicht noch nicht so sagen? Ich möchte dich mal was fragen. Spuck's aus, Tiger. Oh Gott. Lippe hinter. Kann ich andere Kunden haben? Nein, ich bettel mich. Nein, ich krieg doch jetzt nicht vor dem rum. Warum kriegst du immer einen guten Kunden? Das ist ja genau der gleiche. Das ist andererseits, kann ich sagen. Ist es eigentlich schwer, dem Boss so ganz ohne Lippen den Hintern zu küssen? Hey, wenigstens riskiere ich keine dicke Lippe. Ganz im Gegensatz zu dir. Was denn? Ich kann keine dicke Lippe riskieren. Ich habe ja auch keine Lippen. Ich mag den nicht. Oh Gott, jetzt muss ich ihn doch fragen, ob ich einer seiner Kunden haben kann. Ja. Ich frage ihn aber nur, weil ich selber gute Kunden habe und der hat bestimmt viel zu tun. Und ich bin halt ein guter Kollege. Kann ich einen deiner Kunden haben? Klar, Cal. Sobald ich einen finde, mit dem du klarkommst. Mit deinen Kunden komme ich locker klar. Vor allem, wenn das dein bester Schwinger war. Warum kriegst du immer die guten Kunden? Will ich auch nicht fragen. Was hast du denn getan, um diesen Job zu bekommen? Was hast du getan, um diesen Job zu bekommen? Du willst wissen, was mein Erfolgsgeheimnis ist? Nein, ich meine, was hast du verbockt, um hier in der DOD zu landen? Welche Sünde hast du begangen und wie lange musst du sie hier abbüßen? Das könnte ich ebenso gut dich fragen. Leider kenne ich die Antwort nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich getan habe. Welch ein Zufall. Ich kenne meine dann auch nicht. Warum kriegst du immer nur die guten Kunden? Ja, weil wir die besseren Kunden bekommen. Deswegen frage ich den. Sonst warum kriegst du immer nur die guten Kunden? Da fragst du den Falschen. Geh zum Spiegel und schau dir den Kerl darin lange und gründlich an. Nein, danke. Ich habe nicht halb so viel Spaß daran wie du. Muss ich dir noch was sagen? Ich muss dir noch was sagen. Schön, mein Junge. Lass alles raus. Du hast keinen Grund, dich vor mir zu fürchten. Hab ich auch nicht. Dies war mal mein Büro. Ja, das war mal mein Büro, weißt Junge. Weißt du, dies war mal mein Büro. Ja, ich weiß. In den Schubladen waren ein paar Comichefte, in denen dein Name stand. Ach so, Comic. Ja, richtig. Richtig. Natürlich Comic. Ich glaube, du führst irgendwas im Schilde. Genau. Ich werde diese Woche 4 Premium-Pakete verkaufen. Muss man solche Boxhandschuhe besorgen?
Ich will mein Büro zurück. Keine Sorge, du kannst dich noch lange genug daran erfreuen, wenn ich erstmal befördert worden bin und du noch immer hier rumhängst. Befördert? Ich mach die Musik. Ich will dir nicht als Thema. Ja, komm. Vielleicht kommen dann gute Aufträge und dann kann ich den irgendwie, weiß ich nicht, vom Hausdach schubsen. Ich finde, wir sollten im Team arbeiten. Als Partner. Oh, Manny, ich würde ja gerne, aber ich bin viel zu schüchtern. Ich kann mich unmöglich mit jemandem zusammentun, der so unglaublich maskulin ist wie du, Manny. Oh, komm schon. Ich habe schließlich deine Frau gesehen. Schön. Sag mal. Ich würde dir gern eins in die Fresse hauen. Oh nein, hatten wir das nicht schon auf der Weihnachtsfeier? Wann? Als du als Weihnachtsmann verkleidet warst oder was? Mir kein Geschenk geben wolltest. Was war denn auf der Weihnachtsfeier? Kannst dich wohl an gar nichts mehr erinnern, was? Kleiner, vielleicht solltest du in Zukunft lieber bei Limo bleiben. Du bist wohl ziemlich außer Atem. Ich verpfeif mich dann mal lieber. War mir ein Vergnügen, Karl. Karl. Ich box dich gleich. Na toll, haben wir jetzt nicht wirklich viel erreicht bei dem. Was machen wir denn jetzt am besten? Wir gucken uns erstmal hier um. Ich will mal die Leertaste. Ich kann die Hand von der Maus weg, von der Tastatur wegnehmen. Muss ich hier nicht drücken. So, das hier erstmal eine Rauchen. Das können wir ja nichts. Gehen wir mal weiter ins Büro rein. Coole Decke. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um, ne? Macht der ja nichts. So, was haben wir denn hier? Sieht wie ein prämierter, erstklassiger Scotch aus. Gönn dir ruhig einen, Manny. Damit du auch mal wieder in den Genuss einer Prämie kommst. Gönn dir. Habe ich da jetzt gelernt, das war doch jetzt Jugendwort. Letztes Jahr oder so. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir noch einen. Gibt es dafür einen Erfolg? Oder können wir besoffen werden? Auf jeden Fall lässt er immer den Kopf hängen. Komm, einer geht noch. Einer geht noch. Ja, bringt nicht wirklich viel. Achso, ich dachte, wir können die Flasche mitnehmen. Dann hauen wir halt noch einen rein. So. Auf so Schnacken, Kobi im Nacken. Keine Nachrichten in Doms schicker roter Rohrpost. Das hebe ich nicht auf. Es ist ein Schloss dran. Unglaublich. Er traut mir nicht. Macht der extra ein Schloss an seiner eigenen Rohrpost? Der ist doch durch, der Typ. Hey Dom, wie lautet das Passwort für deinen Bildschirmschoner? Verschwinde von meinem Computer, Manny. Das ist aber ein ganz schön langes Passwort. Wird zusammengeschrieben? Ein groß und kleiner Kleinbuchstaben? Verdammt. Nicht tragbar. Zerstörbar. Hey Dom, wie lautet das? Verschwinde. Verschwinde, Manny. Schubladen? Mein Schreibtisch hat keine Schubladen. Das war doch mal dein Schreibtisch, oder nicht? Doch, hat er doch gesagt. Da waren seine Comics drin. Hey, weg da, Calavera. Ich will meine Comics zurück, du. Ach ja. Hey, weg da, Calavera. Ja, gut. Ich komme schon an meine Sachen wieder ran. So, was haben wir denn hier? Bilder. Schau sich einer die ganzen Diplome an. Um solche Diplome zu bekommen, muss man die passende Einstellung haben, Manny. Wirklich? Ich dachte, man muss nur das passende Rückporto beilegen. Ich habe selber genug davon. Kann ich nicht gebrauchen. Das ist auch richtig. So, da guckt sich immer noch weiter die Flasche an. Damit können wir, glaube ich, nicht viel machen. Oder können wir irgendwas reintun? Können wir irgendwas in die Flasche packen? Wie zum Beispiel... Brot. Weiß ich nicht. Das sieht komisch aus. Nee, ist irgendwie nichts dabei. Ich weiß nicht. Sonst können wir hier nichts machen. Da haben wir kein Bild. Hier ist noch nichts. Hier ist eine Schublade. Ist ein bisschen ungewohnt, hier alles abzusuchen, weil jetzt wäre schon ungefähr die Zeit, wo ich die Leertaste hämmern würde. Ich bin immer so ungeduldig. Gut, ist auch ein Let's Play. Da will ich auch ein bisschen vorankommen. Ich fürchte, Dom lässt mich einweisen, wenn ich aus dem Fenster spaziere.
Wirklich? Wird ihr doch nicht machen. Na gut, gehen wir jetzt mal raus. Tschüss. Ach, weißt du was? Ach, ist egal. Was können wir denn jetzt machen? Wir müssen irgendwie an gute Aufträge rankommen. Wir brauchen gute Aufträge. Gibt es hier irgendwas Neues? Gibt's hier. Na, guck mir die Sonne. Ich hab gedacht, vielleicht sitzt hier irgendwo ein Klient rum. Wir können uns umziehen. Da gibt es auch nichts Neues, ne? Geh mal wieder raus. Renn nicht gegen die Kamera. Das tut weh. So, beeilen wir uns mal ein bisschen. Sag mal, gibt's bei dir was Neues? Es ist Eva, die Sekretärin meines... Es ist Manny, der Prügelknabe meines Chefs. Wissen wir doch. Manny, hör mal, ich habe hier noch einiges zu tun. Okay, hey, Duacho. Gesundheit. Können wir hier ins Büro rein? Unser geliebter, allmächtiger Chef will nicht gestört werden. Ach ja, da war ja was. Der ist immer noch nicht zurück. Oder doch? Gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch die komischen Komponenten da. Zusammen bringen sie ja hier einiges. Moment, ich habe eine Idee. Geh mal zurück. Wir gehen nochmal bunt im Büro rein. Gucken, ob es hinhaut. Ja, guck nicht so die Tür an. So. Nö. 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 Ja. Auswählen. So. Pack das mal da rein. Können wir es da reinlegen? Hey, Vorsicht da unten. Nee, Moment. Schup, wupp. Das klingt nicht gut. Doch, das klingt super. Das klingt, als ob wir weitergekommen sind. Aua. Tülü. Wir müssen mal kurz nach unten. Das Server ist wieder abgestürzt. Naja, das kennen wir doch schon. Der Server ist abgestürzt. Ist auch nicht. So, wir gehen mal runter. Der Server ist abgestürzt. Wir haben eigentlich Mittagspause. Wir laufen hier nur so sinnlos rum. Da gibt's hier vielleicht was Neues. Hallo. Ist da jemand? Möchte da noch eine Mittagspause machen? Ach Mensch. Ich kenne mal doch. Da kann ich nie angucken. Dieses rote Rohr kommt mir bekannt vor. Das ist echt ein rotes Rohr, der Typ. Doch, ein Vogel. Einer unserer fröhlichen Haustechniker bei der Arbeit. Fröhlicher Haustechniker, der sieht aus wie. Wie heißen die? Die Luftballontiere. Das sieht ein bisschen komisch aus. Hi, bei mir kommt keine Nachricht mehr an. Stimmt was mit dem Server nicht? Finden die das witzig? Halten die das für einen Riesenspaß? Möchte wissen, wie es denen gefallen würde, wenn ich ihre Röhren mit Packschaum einsaue. Bitte was? der klingt ja nett. Das heißt, der Server ist abgestürzt, richtig? Der Server ist nicht abgestürzt. Das ist er noch nie. Er ist nur aufgrund von Wartungsarbeiten zeitweise nicht erreichbar. Das ist alles. Spielst ein Update auf. Oder was? Und wie lange ist er noch nicht erreichbar? Das kann man nie so genau sagen. Vermutlich ein paar Stunden. Oder so lange, bis niemand mehr da ist, der sieht, wie du dich verdrückst, nicht wahr? Was immer davon als erstes eintrifft. Also habe ich jetzt Feierabend? Kann ich nach Hause gehen?
Kann ich da mal eben rein? Nur ganz kurz? Soll das ein Witz sein? Das ist ein Hochsicherheitsbereich. Außer mir hat da niemand Zutritt. Was ist an dir denn so Besonderes? Ich, Sir, bin ein Elementargeist, der aus dem Reich der Toten beschworen wurde. Ja, ja, lass mich raten. Dein einziges Verlangen ist es, Rohrleitungen zu reparieren? Nein, ich sollte Fahrstühle bedienen. Aber dann haben sie diese verdammten Bewegungsmelder eingebaut und ich war arbeitslos. Die beschwören extra Elementargeister, um Fahrstühle zu bedienen? Echt? Die haben Elementargeister in irgendeiner anderen Welt, die Fahrstühle bedienen können. Okay. Wer würde denn so etwas Böses tun? Na, diese Penner im Postraum. Die glauben, dass diese Anlage sie arbeitslos macht. Und da haben sie recht. Ja, da braucht man die anderen doch schon gar nicht mehr. Dann gibt's doch die anderen eigentlich. Nee, ist egal. Ich finde, das ist jetzt aber wirklich sauber genug. Oh, sauber genug, um zu funktionieren, das schon. Ich will nur ganz sicher gehen, wissen Sie. Ich muss schließlich meinen Arsch dafür hinhalten. Kann ich verstehen. Dann macht's ja nichts. Nur so aus Neugier. Wie bist du hier hereingekommen? Ich habe mich wie ein Wurm durch die Röhren geschlängelt. Blöde Frage. Was glauben Sie denn? Durch die Tür natürlich. Genau wie Sie. Hören Sie mal, Sie Plaudertasche. Ich muss hier noch eine Menge Röhren durchblasen. Hey, ich auch. Ich lass dich ja schon in Ruhe. Ich lass dich jetzt einfach mal so im Raum schalten. Oh, nicht schon wieder. Willst du hier alles in die Luft jagen? Das ist ein Feuerlöscher mit Magnesiumfüllung. Wenn du das Zeug auf den Packschaum sprühst, fliegen wir hier mit Lichtgeschwindigkeit durch die Decke. Was? Warum sollte jemand so etwas Gefährliches hier hinstellen? Wahrscheinlich ist man nicht davon ausgegangen, dass sich in diesem Raum einmal so viele Gefahrenstoffe befinden. Ja, aber echt? Okay. Ich hab den Wurm wieder durch die Röhren, okay. Okay, wir müssen irgendwie in den Raum reinkommen, wenn der nicht da ist. Ich muss irgendwie in das Rohr ran. Kann ich mit dem Feuerlöscher jetzt irgendwas machen? Nein. Ja. Feuerlöscher. Verdammt. Das brennt doch nicht. Kann ich hinlöschen? Das brennt doch nicht. Ja, noch nicht. Verdammt. Hier, packen wir jetzt mal wieder weg. Was haben wir sonst noch hier? Es ist das Rad an der Tür. Das hebe ich nicht auf. Dreh mal dran. Das Rad rührt sich nicht. Da ist guter Rad teuer. Der Bolzen ist drinnen. Das hebe ich nicht auf. Ich habe gerade eine offene Tür verriegelt. Seltsam, aber doch irgendwie faszinierend. Und vielleicht sogar irgendwie nützlich. Sonst, ne, das haben wir, ich will sonst nichts, ne? Gibt's ja sonst irgendwas? Ich geh mal raus. Nein, du sollst raus. Verdammt, das ist das rote Rohr. Wir kommen später wieder. Achso. Für die Beamten muss das reichen. Zum Glück hat er sich nicht mehr umgedreht. Wo ist der hin? Hallo? Hat er sie aufgelöst? Naja, egal. Die Musik ist auch super. Das Rad sollte sie öffnen. Das hebe ich nicht auf. Okay, vielleicht sollten wir uns jetzt ein bisschen beeilen, bevor gleich der Typ wiederkommt. Na gut, aber ich würde mal sagen, was wir hier großartig in dem Raum anstellen können und ob wir jetzt irgendwie an bessere Aufträge rankommen, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Grim Fandango. Bis zum nächsten Mal.